Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Silvio Fritsche von yogabasics.de. Ich werde immer wieder mal gefragt nach Yoga-Übungen speziell für die Schultern und für den Nacken. Und wir haben dir hier eine Sequenz zusammengestellt, mit dem du die Schultern von dieser Position von vorne nach oben und nach hinten bringst. Es geht um Weite deiner Körpervorderseite und es geht darum, die Halswirbelsäule lang zu ziehen. Also du schenkst dir Länge. Schließ einen Moment die Augen. Und dann lass den ganzen Körper ganz schwer werden. Also du sinkst so richtig schön in dich hinein. Lass den Kopf hängen, lass die Schultern nach vorn sinken. Und den Atem wahr. Und dann beginnst du bitte mit einer Einatmung, dich von innen heraus aufzurichten. Du ziehst die Ohren über die Schultern. Zieh die Schultern nach oben, nach hinten. Heb dein Herz an und spür den Unterschied in der Aufrichtung jetzt. Wie fühlt sich die Aufrichtung für dich an? Und dann rutsch nochmal in dich hinein. Vielleicht kannst du hier eine Enge wahrnehmen, dir wird das Atmen schwer fallen und deshalb beginn dich einatmend aufzurichten. Lass die Augen geschlossen. Hier hast du schon den ersten Grund, warum es wichtig ist, in den Schultern offen und weit zu werden, dich hier öffnen zu können. Atme ein und öffne die Augen. Du bringst die rechte Hand hinterm Rücken zur linken Flanke. Die linke Hand geht zu deinem Hinterkopf. Schließ die Augen. Und das Ziel in der Übung ist es, dass du in die Kurven deiner Wirbelsäule zurückkommst. Deshalb nimm die Kurve wahr in der Lendenwirbelsäule. Zieh die Schultern sanft nach oben, nach hinten. Und jetzt drück deinen Kopf liebevoll in die linke Handfläche. Du atmest über die Nase ein und über die Nase aus. Ohne dass du hier Gewalt ausübst, zieh die Schultern jedes Mal ganz sanft nach hinten und nach unten. Gib dir Raum. Atme. Tief ein. Tief ausatmen. Mit jeder Einatmung schaffst du Länge. Du bist geerdet über die Sitzbeinknochen. Schieb die Krone vom Kopf Richtung Decke. Öffne die Augen und wir lösen. Wechsel. Linke Hand zur rechten Flanke. Du kannst das unterstützen. Zieh die linke Hand ein Stückchen weiter. Die Flanke, rechte Hand zum Hinterkopf. Beginn, die Ohren über die Schultern zu ziehen. Dein rechter Ellenbogen, der geht nach hinten. Erlaubt hier, dir Raum zu geben in den Schultern, ohne zu verkrampfen. Vielleicht ist es für dich anstrengend, so aufgerichtet zu sitzen, aber genau darum geht es. Aus den Schulterhaltung herauszukommen, um Länge zu erfahren. Die Übung kannst du jeden Tag für dich zu Hause ganz einfach umsetzen, auch im Büro, zu Hause. Schaff Länge, Stabilität. Ausatmen, öffne die Augen und dann löse mal die Hände, schüttel mal die Arme aus, die Schultern, kannst mal die Schultern nach oben, nach unten ziehen. Nimm Spannung heraus. Nächste schöne Übung. Schieb mal die Arme weit nach vorne, nach hinten. Und die Arme gehen hoch, überkreuz die Daumen. Überkreuz die Daumen, beug die Arme. Und jetzt schließ die Augen und bring Aktivität in die Finger zurück. Zieh die Finger weit auseinander und deine Schultern, die lässt du schwer Richtung Boden sinken. Zieh die Schultern weg von den Ohren. Jetzt beginn sanft die Ellenbogen auseinander zu ziehen und beobachte, wie du mit deiner Körperrückseite in Kontakt kommst. Die Schulterblätterspitzen, die ziehen zueinander. Atme tief ein und tief aus. Gib dir Raum. Das ist wichtig. Du willst dich öffnen und du möchtest dich in deiner Körpervorderseite ausdehnen. Augen mal bitte öffnen. Lass die Finger verschränkt und außen Schultern heraus, streck die Arme nach oben. Lass die Finger verschränkt. Nochmal kraftvoll, beug die Arme, zieh die Ellenbogen auseinander und dann
Aus den Schultern streck. Die Arme atme weiter. Lösen auf. Nächste Übung, Garuda. Bring die Arme in so eine Kaktushaltung und zieh den linken Ellenbogen über den rechten. Bring die Handflächen zueinander. Wenn dir das nicht gelingt, wenn deine Arme so sind, ist es nicht so schlimm. Aber vielleicht kommen die Handflächen zueinander und beginn mit einer Einatmung die Ellenbogen nach oben zu ziehen. Nach oben. Wenn dir das vertraut ist, schließ die Augen. Atme in die Körperrückseite. Kannst hier eine Dehnung wahrnehmen. Öffne die Augen. Lass die Hände, wie sie sind. Und mit einer Ausatmung gehst du nach vorne und nach unten. Zieh die Ellenbogen Richtung Bauchnabel. Werd einfach schön rund im Rücken. Einatmen, nochmal aufrichten. Noch eine zweite Runde. Ausatmen, Ellenbogen Richtung Bauchnabel ziehen. Lass dir schön viel Zeit. Einatmen, richte dich auf. Und dann wechsel. Bring die Arme zurück. Hol dir den anderen Arm nach oben. Rechten über den linken. Handflächen zueinander. Schließ die Augen und komm in Verbindung mit deinen Schultern, mit deinem Nacken. Ausatmung, werde rund. Zieh den Bauch nach innen. Leere dich. Nimm die Dehnung wahr. Einatmen, wieder langsam aufrichten. Und eine zweite Runde, ausatmen, leer werden. Einatmen, aufrichten, löst die Hände, öffne die Augen, leg die Hände locker ab, auf die Knie, schließ die Augen. Tief ein, tief ausatmen. Dann die nächste Übung nochmal im Sitzen. Im Idealfall hast du einen Block zur Verfügung. Wenn du keinen Block hast, kannst du auch die Finger verschränken, das zeige ich dir, oder du nimmst alternativ, nimmst du ein Buch. Nimm den Block zwischen die Handballen, ansonsten verschränken die Finger und dreh die Handflächen nach vorn, heb die Arme an, parallel zum Boden. Zieh die Schultern ganz weit nach vorn. Jetzt beginn, die Schultern nach hinten zu atmen. Zieh die Schultern weit nach hinten. Und so wie du die nach hinten ziehst, heb dein Herz an, dein Brustbein an, lass die Schultern integriert, bring die Arme einatmen nach oben. Du überstreckst die Arme nicht, sondern hast die eher leicht gebeugt. Nun beginnen die Schultern nochmal nach unten zu ziehen, weg von den Ohren. Lass die Schultern weich werden, Richtung, lass die Schultern sinken. Die Finger sind aktiv und jetzt drück mit den Handballen gegen den Block, um hier die Oberarme zueinander zu ziehen. Einatmen. Mit einer Ausatmung bring die Arme parallel zum Boden zurück. Nochmal die Schulter nach hinten ziehen. Halte das. Einatmen. Die Arme gehen nach oben aus den Schultern heraus. Dann schließ auch hier die Augen. Atme dich in die Länge, indem du dich erdest über die Sitzbeinknochen. Und wenn das für dich anstrengend ist, genieß einen Moment die Anstrengung. Öffne die Augen. Lass den Block zwischen den Handballen bzw. die Finger verschränkt. Beug die Arme, sodass dein Block, die Finger auf den Kopf abgelegt werden können. Zieh die Ellenbogen nach hinten und du wirst hier feststellen, dass du dich hier öffnen kannst. Halte das. Bleib in der Weide, um dann Außenschultern die Arme wieder auszustrecken und du schiebst sie hinter die Ohren. Kraftvoll. Das machen wir noch zweimal. Beug die Arme, zieh die Ellenbogen auseinander. Einatmen, streck die Arme aus den Schultern. Wieder beugen. Die Ellenbogen nach hinten, ein letztes Mal. Streck die Arme. Lass die Arme gestreckt für 3 tiefe Atemzüge ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Werde leer. Einatmen. Ausatmen.
Tief ein. Und aus. Und dann löse langsam auf, leg den Block zur Seite, dein Buch oder löse auch die Hände. Und dann komm einatmend hoch zum Stehen. Jetzt mal die Hände ausschütteln, die Arme, Schultern. Nimm Spannung aus deinem Körper heraus. Und die nächste Übung ist auch nochmal eine Wohltat. Im Idealfall nimmst du wieder einen Block. Drehen uns mal zur Seite. Bring den Block zum Kreuzbein und die Handballen drücken gegen den Block. Wir machen das ähnliche Übung, nur auf der Körperrückseite. Ich wieder mit verschränkten Fingern. Schließ die Augen. Nimm den Stand wahr, die Füße sind hüftgelenksbreit, bist geerdet. Beginn Kraft über die Füße ins Becken zu ziehen, verlängere dich über die Krone vom Kopf. Öffne die Augen und zieh die Seiten lang, indem die Schultern nach oben, nach hinten gehen. Halte die Länge in den Seiten, drück mit deinen Handballen gegen den Block, um mit der Körperrückseite in Verbindung zu kommen. Und langsam, gefühlvoll atmest du den Block bzw. dein Buch oder die Hände nach oben. Lass die Arme mikro gebeugt. Dein Kopf ist angehoben. Dein Kopf geht nicht nach vorn, sondern du ziehst die Ohren zurück über die Schultern. Schließ die Augen. Atme. Tief ein. Tief aus. Einatmen. Ausatmen. Löse langsam auf. Leg den Block zur Seite. Du gehst jetzt mit uns durch zwei Sonnengrüße. Einatmen, schieb die Arme über vorn nach oben. Rücken schon mit gebeugten Beinen gehst du in Uttanasana in die Vorbeuge. Bleib auf deinen Fingerkuppen, atme weiter. Tief ein, tief aus. Und dann mach mit deinem rechten Fuß einen ganz großen Schritt nach hinten. Halte das, linker Fuß dazu, herabschauender Hund, angekommen auf deinen Handflächen. Findest du hier deine persönliche Position? Beginn mal die Fersen Richtung Boden zu ziehen, lass dir Zeit, den Körper aufwecken. Und für dich ist es wichtig, dass du dir auch hier in den Schultern Raum gibst. Deshalb schau nach vorn zu deinen Händen. Heb den Kopf leicht an und beginn die Ellenbogen leicht auseinander zu ziehen. Die Schulterblätter gehen zueinander. Halte den Kontakt zu deiner Körperrückseite und aus den Schultern streck die Arme kraftvoll. Mach das noch zweimal. Beug die Arme. Schulterblätter zueinander, streck die Arme. Ein letztes Mal. Beugen. Aus den Schultern strecken. Liegestütz ein, mach es uns leicht, zieh die Knie auf den Boden, leg den ganzen Oberkörper ab, schweb nach unten. Ganzen Oberkörper ablegen, Gesäß ablegen, Cobra einatmen, ausatmen, herabschauender Hund. Schau nach vorn, komm auf die Fingerkuppen deiner rechten Hand und spür die Weite, die entsteht in der rechten Körperseite, in deiner rechten Schulter. Ziehst du den rechten Fuß vor zwischen die Hände, links dazu, ausatmen, Uttanasana. Rücken lang, einatmen, halbe Vorbeuge und dann ausatmen, volle Vorbeuge. Lass dich nach vorn sinken. Einatmen, schieb die Arme über vorn nach oben, komm hoch zum Stehen, Hände vor dein Herz. Zweite, letzte Runde. Einatmen, schieb die Arme nach oben. Ausatmen, Uttanasana. In die Vorbeuge. Rücken lang. Einatmen von hier direkt in den herabschauenden Hund. Links, rechts, nach hinten. Adho Mukha Svanasana. Liegestütz ein. Ausatmen, ablegen. Komm auf den Boden. Komm hoch in die Kobra, sanfte Kobra. Setz die Zehen auf, drück die Hände, herabschauenden Hund. Tiefes Ein, langes Ausatmen. Wander mit deinen Füßen nach vorn zwischen die Hände, mach kleine Schritte und lass dich in eine tiefe Vorbeuge sinken, Uttanasana, deine Beine sind mikrogebeugt. Atme, finde deinen Atem.
Öffne die Augen. Bring die linke Hand an den rechten Knöchel Außenseite. Super. Deine rechte Hand kommt zum Hinterkopf. Drück den Kopf in die Handfläche. Das ist wie am Eingang einer Yogastunde, um die Körperseiten lang zu ziehen, beginn dich liebevoll aufzudrehen. Atme dich in die Drehung. Du kannst die Augen schließen, um von deiner rechten Hüfte über die Flanke bis in die Achselhöhle weiter zum rechten Ellenbogen dir Raum zu geben. Dehn dich aus und bleib in Verbindung mit deiner Körperrückseite. Tiefes Ein, langes Ausatmen. Es geht um Öffnung, um Weite im Schulterbereich. Ausatmen, nach unten kommt zurück Uttanasana. Wir wechseln. Rechte Hand zum linken Knöchel Außenseite. Rechte Hand, linke Hand zum Hinterkopf. Beginn dich aufzudrehen. Und du drückst den Kopf in die Handfläche, um Länge im Nacken zu schaffen. Du kommst in eine kraftvolle Drehung, Rückbeuge, Vorbeuge. Das ist eine komplexe Übung, die Länge schenkt in deiner linken Körperseite. Ausatmen, zurück, Uttanasana. Beug die Beine und komm bequem zum Sitzen. Schließ einen Moment die Augen. Und finde deinen Atem. Auch wenn du zum Sitzen angekommen bist, zieh die Schulter nach oben, nach hinten. Bleib immer in deiner Aufrichtung. Es geht darum, die Qualitäten in den Übungen, in den Alltag zu integrieren. Und auch im Alltag achte auf deine Haltung. Zieh die Ohren immer wieder mal zurück über die Schultern. Schultern sanft nach hinten ziehen. Atme aus, öffne die Augen. Wenn es deine Knie zulassen, kommst du in Virasana, in den Fersensitz. Ist das für deine Knie nicht möglich, bleibst du mit überkreuzten Füßen sitzen. Du kannst dir eine Decke unterlegen, das zeigen wir dir hier unter die Füße, damit ist es wesentlich entspannter für deinen Spann. Und du sitzt auf deinen Fersen. Ist dir das auch nicht möglich? Kannst du dich gern auf den Block oder auf eine Decke setzen. Mach es dir bequem. Verschränk die Finger hinterm Rücken. Zieh die Schulter nach oben, nach hinten. Öffne dich, atme. Atme tief ein, tief aus. Schick deinen Atem in die Körpervorderseite, in die Flanken bis hoch in die Lungenspitzen. Einatmen, ausatmen, auflösen, komm auf deinen Bauch. Leg dich auf den Bauch ab. Die Hände machen ein Kissen. Jetzt erlaube es dir, aus den Schultern heraus zu entspannen, deshalb dreh deinen Kopf zur Seite und nimm alle Spannung aus den Schultern heraus. Dein Atem wird ganz ruhig, ganz gleichmäßig. Öffne die Augen, dreh die Stirn zurück, leg die Hände unter die Schultern auf den Boden ab. Vorbereitung für die Cobra Bhujangasana. Schau vielleicht mal in deinen Computer und Laptop. Wir zeigen dir mal, was mit den Schultern passiert. Lass die Schultern mal Richtung Boden sinken. Schau dir das an und jetzt zieh mal die Schultern vor zu den Ohren und nach oben. Das gilt es zu halten. Nochmal sinken lassen. Jetzt zieh die Schultern nach vorn zu den Ohren, nach oben, halte das. Komm auch du mit deinen Schulterblättern zueinander, du ziehst die Schultern weg von den Ohren nach hinten oben. Füße sind geerdet, spann, Zehenrückseiten drückst du auf den Boden,
Schaff Länge im unteren Rücken, indem du Steißbein sanft nach innen ziehst. Liebevoll, vom Atem geführt, hebst du den Kopf und den Oberkörper an. Lass dir Zeit und musst nicht so hoch kommen. Finde deine persönliche Position. Du möchtest nicht in der Lendenwirbelsäule abknicken, sondern aus der Brustwirbelsäule, wie so ein Bogen, möchtest du dich öffnen. Jetzt löst bitte die Hände, dreh die Handflächen zur Decke. Jetzt beginn bitte, die kleinen Finger noch mehr nach innen zu drehen und du wirst feststellen, dass die Schulterblätter spitzen zueinander kommen. Genieß die Öffnung, auch wenn es anstrengend ist. Schau nach vorn, schenk dir ein Lächeln, dann schieb die Arme nach vorn. Super, kraftvoll. Ausatmen, zieh die Ellenbogen wieder nach hinten. Noch viermal. Einatmen nach vorn. Ausatmen nach hinten ziehen. Einatmen nach vorn. Ausatmen nach hinten. Noch zweimal. Einatmen nach vorn. Ausatmen zurück. Mach mit deinen Händen ein Kissen und lass den Kopf schwer sinken. Dreh deinen Kopf jetzt bitte auf die andere Seite. Schultern können entspannen. Der Atem wird ruhiger und feiner. Leg die Stirn auf den Boden bitte ab, verschränk die Finger hinterm Kopf und lass mal die Ellenbogen auf den Boden, um aus den Schultern heraus nochmal zu entspannen. Bring die Aufmerksamkeit zurück zur Körperrückseite Richtung Schulterblätter. Atme dir nur die Ellenbogen nach oben, ohne zu reißen. Du atmest dir die Ellenbogen nach oben, nimm die Körperrückseite wahr, die Muskulatur, die dich hier stützt, die Weite in den Achselhöhlen. Drück den Kopf in die Handflächen und aus dieser Stabilität einatmen. Heb den Oberkörper ab, an. Das muss jetzt nicht so weit sein. Atme weiter, löse mal die Knie und die Füße. Wenn es anstrengend ist, lass es. Atme weiter, ein und aus. Öffne die Augen, Hände aufsetzen, unter die Schultern, Zehen aufsetzen, herabschauen und drück dich nach oben in Adho Mukha Svanasana. Tiefes Ein, langes Aus. Liegestütz ein, ausatmen, ablegen. Schieb die Arme nach hinten neben den Körper, Handflächen auf den Boden. Deine Stirn ist abgelegt. Shalabhasana, beginn die Schulter nach oben und nach hinten zu ziehen. Du hast hier schon ein schönes Gefühl dafür zu bekommen, was es heißt, die Schulterblätter zueinander zu ziehen. Zieh Kraft in die Körpermitte, das schaffst du, indem du die Knie zueinander ziehst, die großen Zehen berühren sich, die Fersen berühren sich. Zieh alles in die Körpermitte. Hol dir die Kraft von außen nach innen. Drück die Hände, drück die Füße ohne Schwung. Einatmen, heb den Oberkörper an für eine Variante von Shalabhasana. Schau, dass die Halswirbelsäule Länge bekommt. Du überdehnst den Nacken nicht, sondern schau nach vorn. Wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, löst die Knie und die Füße, atme, spreiz die Zehen. Zieh die Schulter nach hinten. Ausatmen, langsam ablegen. Bring die Hände zurück unter die Schultern. Du wirst feststellen, dass die nächste Kobra eine ganz neue Kobra ist. Bleib ausgerichtet, Füße geerdet, langer Rücken, die Steißbein nach innen. Und wirklich sanft vom Körperrückseite beginnend, heb den Oberkörper an, Schulterblätter zueinander. Super, atme, schenk dir ein Lächeln, atme in die Körpervorderseite. Genieß die Weite, die entsteht in der Kobra. Ausatmen, Stirn ablegen, Zehen aufsetzen, Adho Mukha Svanasana, zurück in den herabschauenden Hund. Gehen noch zusammen durch eine zweite Variante. Einatmen in die Liegestütz. Ausatmen, ablegen. Mach es dir leicht. Hände, ein Kissen. Die Schultern, die dürfen entspannen.
Öffne die Augen, leg die Stirn ab und verschränk die Finger hinterm Rücken. Komm mit deinen Daumen zum Kreuzbein. Stirn ablegen. Du kannst die Länge, die entsteht im unteren Rücken, unterstützen mit den Daumen. Indem du das Steißbein nach innen ziehst, schiebst du die Daumen so ein bisschen nach hinten. Spür in die Länge, die entsteht in deiner Körperrückseite. Schulterblätter ziehen zueinander, heb dein Herz an und dann heb auch den Oberkörper an. Die Übung, die hat es in sich. Mach das, was sich für dich richtig und gut anfühlt. Akzeptiere die Grenzen, aber es kann auch gut möglich sein, dass du dir die Fäuste nach oben atmen. Lass die Arme mikro gebeugt, um die Ellenbogen zu entlasten. Atmen. Shalabhasana Variante. Löse die Knie und die Füße. Spreiz die Zehen. Noch drei tiefe Atemzüge gemeinsam. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Beobachte die Bewegung, die entsteht. Einatmen. Ausatmen. Letztes Mal tief ein. Ausatmen, löse langsam auf. Bleib mit der Aufmerksamkeit auf deinem Rücken, auf deiner Rückseite für die Cobra. Zieh die Schultern vor zu den Ohren, die Seiten lang, halte die Länge, einatmen, komm in deine letzte Cobra für heute. Gesäß entkneifen, probier das. Bauch ist locker. Ausatmen, ablegen. Hände machen ein Kissen. Schultern entspannen. Kannst dein Becken ein bisschen nach links und rechts schaukeln lassen. Vertraue deinem Körper den Boden an. Entspanne die Schultern. Jetzt zeige ich dir noch eine abschließende Übung, um Spannung aus den Schultern lösen zu können. Bring die Hände zu den gegenüberliegenden Ellenbogen und leg die Stirn auf den Unterarmen ab. Bleib verbunden mit deinem Atem, nimm die Körperrückseite wahr, vor allem Schulterbereich. Das ist eine ganz feine Übung. Ausatmend drückst du die Stirn auf die Unterarme, um dann mit einer Einatmung die Spannung zu lösen. Mach das langsam. Ausatmen, drück die Stirn auf die Unterarme und löse die Spannung mit einer Einatmung. Mach das in deinem eigenen Atemrhythmus. Dann löst die Spannung auf. Komm über die Seite hoch zum Sitzen. Setz dich gern noch einmal auf eine Decke, sodass dein Gesäß leicht erhöht ist. Erde dich über die Sitzbeinknochen, indem du die Gesäßhälften auseinanderziehst. Rechte Hand hinterm Rücken zur linken Flanke, wie zum Anfang der Yogastunde. Linke Hand zum Hinterkopf. Schließ die Augen. Beobachte nochmal den Unterschied in deiner Körperrückseite am Ende dieser Yoga-Sequenz. Nimm wahr, wie wichtig es ist, Schultern und Nacken Weite zu schenken. Spannung soll in sich lösen. Du sollst Offenheit erfahren, du sollst Raum erfahren. Aufgerichtet durchs Leben gehen. Offen, großzügig. Gestärkt, gestützt von deiner Körperrückseite. Und dann löse auf, wechsle.
ganz entspannende Gesichtszüge. Löse die Hände, bring die Hände in das Anjali Mudra vor deinem Herzen zueinander. Nimm auch hier die Sitzhaltung wahr, zieh die Schultern sanft nach hinten, heb dein Herz an. Bedanke dich bei dir selbst für die Praxis und möge dir die Yoga-Praxis auch helfen, Offenheit und Weite in deinem Körper und im Geist zu erfahren. Atme aus, öffne die Augen. Namaste. Wenn dir das Video gefallen hat, klick auf Gefällt mir oder schreib einen Kommentar, wenn du dir spezielle Yoga-Übungen wünschst. Vielen Dank für dein Interesse.